Hallo und herzlich willkommen, liebe Schützen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Schütze, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Schütze stehen hast, kannst du vielleicht hier in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar zum zweiten Vollmond im Zeichen Steinbock. Wie wirkt sich dieser auf die Schützen aus? Das schauen wir uns hier an. Dieser Vollmond findet am Sonntag, den 21. Juli statt. Wir wollen uns jetzt diese Energie anschauen für die Schützen. Worum geht es hier für die Schützen? Was möchte hier abgeschlossen, vollendet werden, losgelassen? Vielleicht auch. So, da sind drei Karten rausgesprungen erstmal. Da haben wir die Alchemie, ja, den Magier. Da geht es darum, dass du hier in deine Schöpferkraft kommst, etwas manifestierst, vielleicht auch negative Energien oder Gedanken in positive verwandelst, ja, die Alchemie, du meisterst dich selbst oder eine Sache. Und hier haben wir die Löwenkraft, der König der Biester. Ja, da geht es um die Gutmütigkeit des Löwen, aber auch um die Stärke, die Entschlossenheit. Sanftmütig und stark. So, und dann haben wir hier das Karma-Thema. Deine Ehrlichkeit, vielleicht geht es darum, ja, ehrlich und aufrichtig zu sein zu dir selbst oder etwas ehrlich oder klar zu erkennen. Vielleicht gibt es hier einen Karma-Ausgleich. Das ist auch so diese Energie von das, was du hinaussendest, kommt zurück. Okay. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal mit dem Tarot die Situation hier aktuell für die Schützen an. Worum geht es hier für die Schützen? Was ist hier wichtig zum Vollmond im Steinbock? Die ist jetzt unter den Tisch geflogen. Und zwar ist das die Acht der Stäbe. Ja, die ist hier sehr energisch rausgesprungen. Das heißt, fast geflogen. Hier ist gerade was im Umbruch, in der Veränderung. Neuigkeiten, Nachrichten, unerwartete Ereignisse. Unvorhergesehenes, könnte man sagen. Was hier ganz schön etwas in Bewegung bringt. Wir haben hier viel Bewegung. Der Ritter der Schwerter steht ja auch für sehr viel Bewegung. Hier ist man sehr energisch und geht vielleicht auch in Konfrontation, Diskussion. Vielleicht gibt es hier was zu klären. Ja, neue Nachrichten, die reinkommen oder irgendwas nimmt hier richtig Fahrt auf. Und du bist hier mit dem Ritter der Schwerter auch sehr kämpferisch, könnte man sagen. Vielleicht geht es darum, hier ein Thema aufzuklären oder seine Meinung zu sagen oder in Diskussion zu gehen. Ne, König der Stäbe hier auch sehr entschlossen, sehr willensstark, sehr temperamentvoll. Könnte auch ein Gegenüber sein. Ein Mensch, der hier sehr feurig, sehr leidenschaftlich ist, mit dem du hier einen Disput hast oder Aussprachen. Ich denke aber, es ist vor allem deine eigene Feuerenergie. Als Schütze haben wir ja hier auch diese starke Feuerenergie. So, dann haben wir hier die Herrscherin. Hier bei dir entsteht gerade was Neues. Hier wächst etwas. Wachstumsphase sehen wir hier auf deiner Herzebene. Da sehen wir aber auch Lebendigkeit, Kreativität, Fruchtbarkeit. Du möchtest irgendetwas Neues erschaffen oder etwas Neues soll hier entstehen aus dir heraus. Kann auch sein, dass du hier sehr stark hier gerade auf deine Bedürfnisse achtest oder dich um deine Bedürfnisse kümmerst. Ja, also auch diese mütterliche Energie, die sehr stark in der Selbstfürsorge ist. Oder auch eben das, was sie zum Wachsen bringen möchte, sehr nährend pflegt. Vergangenheit, du hast irgendetwas losgelassen. Wir sehen, es gab hier in der letzten Zeit irgendwie einen Abschiedsprozess, einen Loslösungsprozess. Man hat hier einen Strich unter der Vergangenheit gesetzt oder musste irgendetwas loslassen. Etwas hat hier sein natürliches Ende gefunden. Ja, und jetzt, nachdem hier irgendetwas abgeschlossen oder beendet wurde oder etwas transformiert wurde, kommt jetzt hier neue Bewegungen rein, neue Veränderungen, Nachrichten. Ja, Acht der Stäbe, das ist eben Überraschungen, unvorhergesehene Ereignisse, irgendwas, was hier auch irgendwie für Aufruhr sorgt, wo ganz viel geklärt, diskutiert und überlegt wird, vielleicht aber auch ja, sehr energisch, sehr impulsiv sehe ich dich auf jeden Fall auch.
Als nächstes zeigt, ist hier eine stabile Phase angezeigt bei dir. Also du kommst hier in eine sehr stabile Phase. Ja, hier sehen wir inneren und äußeren Reichtum. Wir sehen hier Wachstum und dann hier wirklich materielle Fülle und Stabilität. Das sieht hier sehr gut aus. Kann auch das Zuhause sein, wo du dich hier einfach in sicheren Strukturen fühlst. Das traute Heim, deine Absicherungen, einfach die Fülle kann das auch sein. So, hier sehen wir aber, dass du aktuell mit den 5 der Münzen irgendwie eine Art Einschränkung oder Krise hast oder auf irgendetwas verzichtest oder irgendwas fehlt dir hier. Na, das sehen wir mit den 5 der Münzen, das ist so eine Mangelkarte und du bist ja auch sehr geduldig und abwartend. Du hast hier irgendeine Situation, wo du jetzt überlegst, bist du hier auf dem richtigen Weg, lohnt sich das hier noch weiterzumachen? Du wartest hier auf irgendwelche Ergebnisse, aber irgendwie brauchen die sehr viel Zeit und das kann sein, dass du deswegen jetzt hier auch ein bisschen ungeduldig wirst oder dass deswegen hier die Überraschung oder diese 8 der Stäbe ja auch dir ganz gut in den Kragen passen hier, um hier etwas in Bewegung zu bringen, dass hier etwas schneller vorangeht. Ja, irgendwas ist hier im Mangel, irgendwo haben wir hier einen Engpass. Es kann natürlich auch sein mit dem 5 der Münzen, es kann auch so negative Einstellung sein, eine negative Haltung, Mangeldenken. Es kann aber auch ein realer Mangel sein. Was wünschst du dir denn? Fülle, ja. Sicherheit, Stabilität, Fülle. Könnte auch ein Mensch sein, der hier verlässlich ist, der bestimmte Werte vertritt, zuverlässig ist, bodenständig. Also entweder wünschst du dir einen solchen Menschen oder du wünschst dir selbst diese Fülle und Stabilität. Vielleicht auch Sicherheit, vielleicht auch einen geschützten Rahmen. Vielleicht wünschst du dir auch praktisches Geschick. Und Wachstum, Stabilität, das wünschst du dir hier. So, als nächstes kommt die 6 der Münzen. Da sehen wir, dass du hier eine Hilfe bekommst. Du wirst unterstützt. Kann auch sein, dass du hier auch hilfsbereit und tolerant und großzügig bist und auch andere unterstützt. Aber ich denke, dass du hier auch eine Hilfe bekommst. Ja, es kann schon sein, weil du ja hier auch aus der Fülle kommst, aus der Stabilität, dass du hier auch, ne? Wir haben das ja hier auch, der wohlwollende, großzügige Löwe, den haben wir ja hier. Vielleicht gleichst du auch ein Karma aus, weil wir haben ja das Karma hier, indem du großzügig bist und hilfreich und unterstützend. Auch das könnte hier sein. Da ist jemand, der kommt hier in dein Feld oder der ist gerade präsent. Der möchte sich mit dir versöhnen oder dir sein Herz öffnen oder ist dir irgendwie zugetan, zugewandt, möchte sich mit dir verbinden. Da ist irgendein Mensch, der Gefühle in dir auslöst. Angenehme. Könnte eine Versöhnung sein, weil hier sehen wir die 5 der Schwerter. Hier gab es einen Kampf, einen Konflikt, eine Gemeinheit, ja, Hass und Kälte oder irgendwelche gemeinen Strategien. Vielleicht fühlte man sich hier verraten, verkauft. 5 der Schwerter ist immer so eine kriegerische Energie, wo man wirklich kalt und heimtückisch hier auch agiert oder sich verhält. Da kann es sein, dass es hier eine Art Versöhnung gibt, dass da jemand auf dich zukommt und Frieden mit dir schließen möchte. Ja, Königin der Münzen, also nochmal ein Münzkönig hier. Könnte eine Person sein hier, mit der du diesen Kampf oder diese Auseinandersetzung hattest, die auch sehr bodenständig, sehr verlässlich, sehr realistisch oder sehr naturliebend ist, sehr pragmatisch, bodenständig. Es könnte also eine Person hier sein, mit der du hier an dieser Konfliktsituation beteiligt warst. Oder du bist selbst hier diese Königin der Münzen, die einfach ihre Werte kennt, ihre Grenzen setzt, ihre Stabilität kommt. Vielleicht bist du aber auch einfach sehr harmoniebedürftig und möchtest hier auch Frieden schließen. Vielleicht bist du ja auch einfach offen für diesen Impuls, ja, dass hier jemand sich mit dir versöhnen möchte, weil du einfach auch, ja, Sicherheit, Stabilität, Harmonie schätzt. Das ist natürlich hier auch möglich. Ich schau mal, was ist jetzt hier gerade wichtig für die Schützen? Haus 5, da kommt wieder die Löwe-Energie. Ja, der Löwe ist ja schon hier. Da geht es um Kreativität, dich kreativ entfalten. Da geht es um Kinder, das Spielen, deiner Leidenschaft folgen. Selbstbewusst nach außen treten, selbstbewusst auf die Welt zu gehen, aber auch dich dem kreativen Ausdruck, Hobbys zuwendest. Nochmal Feuer, doppeltes Feuer, wow.
Fünfte, also H5 Haus ist, Haus 5 ist Löwenergie, ist Feuerenergie. Ja, und dann haben wir noch dazu die Feuerenergie, das ist Widder, Löwe und Schütze. Also auch deine Energie ist hier drin. Hier geht es um Mut, Selbstbewusstsein, deine Leidenschaft, König der Stäbe hier. Es geht wirklich darum, dass du hier optimistisch und mutig deinen Weg gehst, vielleicht deinen Willen durchsetzt oder hier dich entfaltest. Dich entfaltest. Ne, hier, die Manifestationsenergie der Magier. In diese Schöpferkraft gehst und irgendetwas umsetzt. So, worum geht es hier? Oh, zu viele. Worum geht es hier für die Schützen? Was ist hier wichtig? Da haben wir Silky, zeige dich, akzeptiere dich, wie du wirklich bist. Ja, also wieder, sei mutig, zeige dich so, wie du wirklich bist. Ne? Feuerenergie, hier optimistisch, zuversichtlich. Haus 5. Halte hier nicht zurück oder hinterm Berg. Ich reflektiere mich selbst und lerne daraus. Hier geht es darum, aus Fehlern zu lernen, aus Erfahrungen zu lernen. Wir schauen uns mal die Botschaft hier an. Im Winter zieht sich die Energie von außen nach innen zurück und kommt zur Ruhe. Es ist traditionell die Zeit der Stille und des Rückzugs. In diesem Raum der Freiheit begibst du dich jetzt. Fernab von Verpflichtungen und Vergnügungen hast du die Möglichkeit, dich mit existenziellen Fragen auseinanderzusetzen und deine inneren Welten zu erkunden. Beobachte dich selbst und reflektiere dich. Lasse die Ablenkungen und die Hektik des Alltags hinter dir und fokussiere dich auf das Wesentliche. So erhältst du ein tiefes Verständnis für deine Werte. Werte, König und Königin der Münzen. Ne? Was sind deine Werte? Darüber darfst du dir jetzt Klarheit verschaffen. Deine Überzeugungen, Schütze. Ne? Und deine Ziele. Was sind deine Ziele? Nutze diese Gelegenheit, dich auf das zu konzentrieren, was zählt, und dein Leben bewusster zu gestalten. Verbringe Zeit in der Natur. Ja, also könnte tatsächlich ja auch die Königin der Münzen hier wichtig sein, dass du dich aus kriegerischen Geschehen herausziehst oder Auseinandersetzungen meidest, einfach jetzt wirklich bei dir ankommst, in deine Stabilität kommst, in deine Sicherheit, in deine Ruhe, dich ein bisschen zurückziehst und reflektierst. Dein Leben bewusst zu gestalten. Vielleicht kannst du auch Yoga machen, ein Retreat, irgendwas, spirituelle Praktiken, was auch immer, was dir hilft. Was haben wir hier noch? Die Erkenntnis. Erkenntnis. Es geht hier um Erkenntnisse. Das haben wir ziemlich stark. Das hatten wir ja gerade schon. Die Erkenntnis. Es liegt eine befreiende Macht in der Erkenntnis darüber, warum du hier bist. In dem Moment, in dem du begreifst, weshalb du jetzt inkarniert bist, wirst du eine tiefe Entspannung und Freude verspüren. Dieser kleine Phönix verbrennt alle inneren Schleier, die dich blind für deine Bestimmung machen. Er vernichtet alles, was dir die klare Sicht auf die Ursache dieser Inkarnation nimmt. Erkenne, dass die Gründe, aus denen du hier bist, einfacher sind, als du denkst. Erstens, du bist hier, um Balance zwischen dir und einigen anderen inkarnierten Seelen herzustellen, um Karma aufzulösen. Das ist ja witzig, ja, weil die haben wir schon hier, die Karma-Karte. Okay, also es geht hier darum, ein Karma aufzulösen. Zweitens, du bist hier, um deinen Dienst als lichtvoller, liebender Mensch zu verrichten, um andere auf dem Weg ihrer Seele voranzubringen und um göttliche Liebe zu sein. Drittens, du bist hier, um Wunden aus vergangenen Leben zu heilen, um dadurch neue Kräfte und Fähigkeiten zu entdecken und um die Magie aus anderen Inkarnationen zu leben. Viertens, du bist hier auf der Erde, um zu lachen, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, zu hören und um bedingungslos zu lieben. Ja, und dich kreativ zu entfalten. Haus 5. Du bist nicht hier, um Erleuchtung zu finden, denn deine Seele ist bereits erleuchtet. Nimm dieses Leben mit allem an, was es zu bieten hat. Tauche noch tiefer in es ein und genieße es. Die Erkenntnis. Ja, warum bist du hier? Was ist deine Bestimmung? Und wo gibt es jetzt hier gerade ein Karma aufzulösen? Mit wem hast du hier diese Auseinandersetzung, diese
kriegerische Situationen oder wo führst du hier Kämpfe, sinnlose Kämpfe, die auf alten Mustern beruhen? Ja, das spürt man ja auch, wenn da so ein karmisches Thema ist, was einen immer wieder in ähnliche Situationen bringt oder wo sich so gewisse Abläufe und Verhaltensweisen wiederholen. Das sind so die Momente, wo man erkennt, da ist was aufzulösen. Ne? Gerade wenn man da auch in Konflikte gerät, immer wieder, vielleicht immer wieder mit derselben Person oder mit ähnlichen Themen. Und hier ist jetzt der Impuls von einer Person, Frieden zu schließen. Ja, vielleicht hast du jetzt die Chance, hier ein Karma jetzt aufzulösen, indem du dich großzügig hier zeigst. Deine Fülle und Stabilität in eine Phase der Ruhe kommst, der Besinnung, Rückzug, ja, wo du neue Kraft tankst und reflektierst. Krise. Ein Krafttier hätte ich hier gerne noch für die Schützen. Oh, das sind aber viele jetzt hier. Ja, ich glaube, du wünschst dir hier wirklich auch diese Ruhe und diese Stabilität. Transformation, der Krokodil. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tief sitzende Wunden finden Heilung. Ja, vielleicht gibt es ja auch alte Wunden, ne, die geheilt werden möchten, die ja auch mit diesem Karma zu tun haben. Da kommt der Eidechs mit der Regeneration. Konzentriere dich auf deine Selbstheilungskräfte. Alte Wunden können heilen. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Okay, also das doppelt sich hier, das Thema. Alte Wunden können heilen, seelische Verletzungen Frieden finden. Also das ist wirklich eine Bestätigung hier. Es möchte eine alte Verletzung hier jetzt ja, losgelassen werden. Etwas, wo du vielleicht hier immer noch auf die Barrikaden gehst, ne? Ritter der Schwerter, zeigt dir hier auch so eine, ja, so eine Wut oder so eine, wo man sich Luft machen will, wo man sich ungerecht behandelt fühlt oder sowas. Ne? Das ist ja eben so eine streitlustige Energie hier auch. Vielleicht wird man hier auch angegriffen. Ritter der Schwerter kann auch sein, dass das eine Energie ist, die dir entgegengebracht wird. Ne? Und dann kommt der Drache. Befreiung. Dynamische Kräfte helfen dir, dich zu entwickeln und von alten Fesseln zu befreien. Lerne, den Drachen zu reiten. Ja. Da schaue ich mir jetzt nochmal den Drachen an. Das ist ja auch die Feuerenergie. Ja, deine Lebenskräfte wollen sich jetzt erneuern. Ja, und du trittst jetzt in einen neuen Ring der Kraft ein. Es kann sein, dass du dich inmitten dieser Veränderung nicht wiederfinden kannst und das Gefühl hast, nicht zu wissen, wohin. Doch die göttliche Führung ist mit dir. Richte dich aus, halte die Kraft, lasse geschehen und vertraue. Nutze diese immense dynamische Kraft, wie ein Wellenreiter die Kraft der Welle einzusetzen vermag. Gehe mit ihr statt gegen sie. Ja, also in deinem Leben möchte eine grundlegende Veränderung stattfinden. Acht der Stäbe. Irgendwas möchte hier in die Veränderung kommen. Eine Erneuerung. Nun entwickelst du dein wahres Potenzial. Neue, großartige, wunderbare Aspekte offenbaren sich dir. Diese gewonnene neue Kraft, die du in dir entwickelt hast, will von dir in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ja, wir sehen hier ganz viel Kraft. Wir sehen hier die Löwenpower, König der Stäbe, Ritter der Schwerter. Da ist eine unglaubliche Energie. Ja, und es geht es darum, das richtig zu lenken und zu steuern, diese Energie, und nicht die einfach so im Raum verpuffen zu lassen oder indem man auch seinen unguten Gefühlen oder Wut oder Ärger sich Luft macht, ja, sondern diese Energie zu kanalisieren und eben das zu manifestieren, was du möchtest. Alchemie ist eben das, negative Gefühle, alte Wunden und Verletzungen, negative Energien zu transformieren in positive Ergebnisse, indem du dich auf ein Ziel fokussierst, was möchtest du, und nicht auf dich, auf das fokussierst, was du eben nicht möchtest, sondern ja, in diese positive Ausrichtung kommst. Der Drache bringt dir diese magische Seite des Lebens. Er lehrt dich dein mächtiges Potenzial, das einhergeht mit der Achtsamkeit und mit dem Respekt vor der Schöpfung, sowie das Wissen um die Fähigkeit des Mitschöpfertums zu entfalten. Du weißt, dass du deine Realität selbst erschaffst und damit auch in der Lage bist, sie zu verändern. Nutze die Kraft, die dir der Drache bringt, um die unerschöpfliche Kraftquelle und das Potenzial, das in dir liegt, richtig zu leiten, zu lenken und zu nutzen. Ja, also meistere deine Kraft. Lerne, mit deiner Energie umzugehen. Ja, und dafür darf hier eben auch noch etwas transformiert werden mit dem Krokodil. Schaue ich auch noch mal kurz rein. Urängste und Blockaden, die dich bisher davon abgehalten haben, zu lieben,
zu vertrauen, anzunehmen, in der Fülle zu sein und aus ihr zu schöpfen, können jetzt ein für alle Mal überwunden werden. Tief sitzende Wunden finden Heilung. Deine Selbstheilungskräfte werden aktiv. Die Gnade des Göttlichen ist mit dir. Deine Vorhaben werden fruchtbar sein. Ja, also es lösen sich jetzt gerade aus der Tiefe alte Schatten und drohen, dich zu verschlingen. Ja, das ist jetzt auch, so dieser Vollmond hat auch, bildet eine Konjunktion zum Pluto. Und Pluto, da kommen wir wieder in Kontakt mit alten Themen, alten Schatten, tiefen Wunden. Also das kommt ja gerade eben durch diese Konjunktion jetzt auch zum Vollmond an die Oberfläche. Und das scheint jetzt hier bei dir auch der Fall zu sein. Jetzt kannst du die letzte Hürde nehmen und alte Ängste, karmische Lasten, Fesseln und Blockaden lösen. Das Krokodil taucht aus dem Urgrund deines Seins auf und berührt dein Leben. Du hast nun alle Kraft, die du brauchst, um dein Leben zu meistern. Bleib ruhig, aufmerksam, beobachte die Lage und lass dich durch deine Ich-Bin-Gegenwart führen. Jammere und klage nicht. Stütze dich nicht auf andere. Nimm deinen ganzen Mut zusammen. Schau, was zu tun notwendig ist und bleibe dabei dir selbst verbunden. Auf diese Weise wirst du sicher durch gefährliches Gewässer zu neuen Ufern gebracht, ohne zu verletzen und ohne verletzt zu werden. Ja, verletzen. Hier, Fünf der Schwerter und Ritter der Schwerter. Das sind so Energien, die können leicht verletzen, weil sie eben so impulsiv sind und so konfrontativ. Ja, so, ja, die oft eben auch aus Wunden und Verletzungen heraus handeln, wenn, aus ihrer Schattenenergie, ne, wenn es aus dem Schatten heraus passiert. Wenn man sich dieser alten Muster oder negativen alten Gefühle und Wunden nicht bewusst ist, ja, dann geht es eben darum, zum Beispiel Recht zu haben mit aller Macht oder dem anderen eins auszuwischen oder reagiert kalt oder sonst wie. Ja, das sind ja so diese fünf der Schwerter-Energien. Da gibt es irgendetwas zu heilen bei dir. Ja. Verharre eine Zeit lang regungslos in der Totenstellung. Gib dich hin und lasse zu, dass alte Dinge gewandelt werden. Es dient deinem Besten. Mit dem Krokodil als Krafttier bist du in der Lage, Menschen von karmischen Lasten zu erlösen. Also auch andere Menschen von karmischen Lasten zu erlösen. Große Heilkräfte zu aktivieren, Energiefelder neu auszurichten und deinen Beitrag im Dienste der Menschheit mit großem Erfolg zu leisten. Sehr schön. Ja, also hier geht es um Transformation von Karma, Auflösung von Karma, Alchemie, dass du in deine Schöpferkraft kommst und dich von letzten Blockaden befreist. Und dann deine Energie, die dir hier wirklich in Fülle zur Verfügung steht, die gerade auch erneuert wird, auf ein Ziel zu fokussieren, vielleicht auch ein kreatives Etwas, was dich hier begeistert, wofür du brennst oder wo du schöpferisch tätig werden kannst. Und ja, damit vielleicht ein Ziel anvisieren, und diese, mit dieser Energie etwas Neues manifestieren. Und wir sehen hier eine Zeit jetzt, die sich an, die angekündigt wird von Fülle und Stabilität, ja, von Ruhe und auch von Hilfe, Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Also das sieht sehr gut aus. Liebe Schützen, ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Gern auch einen Kommentar oder ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.